Hallo Leute, diesmal habe ich den Secret Empire Sonderband Nummer 2 dabei mit den Secret Warriors in Humans gegen Hydra. Soll natürlich eben die alte Secret Warriors Reihe fortsetzen. Das heißt, wir haben wieder Quake als Hauptfigur und natürlich hat sie auch wieder ein Team. Aber bevor sie ein neues Team haben kann, muss natürlich leider erstmal ihr altes Team sterben. Ne? So einfach ist das. Also die Secret Warriors, ihr altes Team, wird von Hydra Cap in eine Falle gelockt und muss sich dort der Wrecking Crew stellen und einer nach dem anderen wird getötet. Nur Quake kann entkommen, ne? Und nun sind sie auf Rache. Ja, und so arbeitet unsere Freundin nach der Machtübernahme Hydras so gut wie möglich daran, das Leben von Hydra so schwer wie möglich zu machen. Zusätzlich erfährt sie von einer Waffe, die in ein Gefangenenlager transportiert werden soll. Eigentlich ist es keine Waffe, sondern es ist ein Inhuman, den sie sucht, namens Leer, der angeblich mächtig genug ist, um Hydra Cap zu besiegen. Ne? So sammelt Daisy natürlich auch wieder einige Inhumans um sich als Hilfe. Darunter Miss Marvel, Moon Girl und ihren Dinosaurier. Und auch noch Inferno schließt sich dem Team an. Und zu guter Letzt auch noch unser Freund Kanak, der aber eigentlich nur dabei ist, weil Moon Girl dabei ist. Also egal wie wir es drehen, Moon Girl ist mittlerweile der Mittelpunkt des Marvel-Universums. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir ihre Serie nicht bekommen, aber naja. So, und nun eben arbeitet dieses Secret Warriors Team daran, eben Leer zu finden. Dafür müssen sie aber eine Schnitzeljagd sozusagen verfolgen. Vom Gefängnislager rüber zu den X-Men, wo sie auf Dark Beast treffen. Daraufhin zurück nach New Attilan, welches mittlerweile ein riesiges Gefängnis ist für die Inhumans. Zwischendurch müssen sie sich mit Mr. Hyde rumschlagen, der ja Quakes, also Daisys Vater ist und da gerne noch ein paar Familienprobleme klären will. Ne? Ja, ist ein richtig geiles, funny Ding, lässt aber gleichzeitig auch noch einen kleinen Prolog für Commonness auf, ne, und zeigt uns auch wieder, was für ein Arschloch eigentlich Kanak ist, auch wenn man es anfangs gar nicht vermutet, weil er ja so nett und lieb immer zu unserer Moon Girl ist, aber naja, ist eben trotzdem ein Arschloch, wie es auch in der Kanak-Miniserie einfach war, ne. Ich muss sagen, ich fand's richtig geil, hatte richtig viel Fun. Ihr merkt, ich sage jetzt nicht viel mehr zur Handlung, ne. Es ist eben eine Schnitzeljagd im Großen und Ganzen. Unsere Helden müssen sich mit Mr. Hyde rumschlagen und ihr Ziel ist es natürlich, Rache an Hydra Cap zu nehmen. Hierbei muss man natürlich auch bedenken, dass Quake, also Daisy, natürlich eine richtige Schildagentin ist. Eine richtig abgebrühte. Sie wurde direkt von Nick Fury ausgebildet. Sie hat kein Problem damit, andere zu foltern und zu bedrohen, was natürlich dann aber wiederum mit ihrem Team kollidiert, wenn da Personen wie Miss Marvel dabei sind, die ja die Champions nur gegründet haben, weil irgendwie immer zu viel Schaden ist und die Rächer sich nicht um den Schaden um sie herum kümmert und sie sagt, wir müssen mehr machen, ne, als nur kämpfen, ne, dann haben wir natürlich das intelligenteste Mädchen oder die intelligenteste Person auf Erden dabei, unsere Moon Girl, ne, die aber natürlich einen riesigen Dino im Gepäck hat, ja, und ab und zu ja mit ihr den Geist tauscht, ne, dann wäre natürlich auch noch Kanak dabei, das egozentrische Arschloch, was hier auch weitaus mehr drin steckt, als man denkt. Und dann haben wir Inferno, der eigentlich nur seine Leute eben irgendwie befreien will, der irgendwie Schuld in sich sieht, weil eben die ganzen Inhumans eingesackt werden und er nichts unternehmen kann, ne? Und zusätzlich müssen sie sich aber eigentlich Leuten stellen, wo man sich dann fragt, wieso arbeiten die jetzt für Hydra? Wurde Dumdums Geist jetzt manipuliert? Er ist ja nur noch ein LMD, ne? Er ist ja... Wir erfahren ja, er ist ja schon seit Urzeiten tot eigentlich und sein Geist wird eben immer nur in einen neuen LMD geladen, das schon seit jeher. Aber da frage ich mich auch, war dieser LMD nicht so eingestellt, dass er nicht benutzt werden kann? Gut, ich habe irgendwo noch einen Comic, wo er auch benutzt wurde, aber das fand ich schon richtig nervig irgendwie. Aber selbst wenn Dumdum genutzt wird von Hydra, wieso der Rest des Teams, ne? Genauso wie auch die X-Men hier, ne? Ich sag mal so, bisher waren für mich immer die Inhumans die großen Arschlöcher. Hier sind es die X-Men, ganz eindeutig. Gut, das wird noch deutlicher, wenn man dann X-Men Blau noch dazu liest. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Ja, und man fragt sich, Leute, wieso? Wieso passiert das? Ne? Und dann hat man diese kleine Gruppe von Rebellen, die aber natürlich untereinander sich auch nicht einig werden können, weil natürlich die Vorgehensweise von Daisy dem Team einfach nicht passen kann, vor allem Miss Marvel nicht, ne? Ja, und ansonsten sagt mir diese Serie auch nur eine Sache immer wieder. Moon Girl ist zurzeit die wichtigste Person im Marvel-Universum. Wieso bringt Panini uns nicht ihre Solo-Serie? Egal, wo sie dabei ist,
Sie rettet den Tag oder kommt mit den wichtigen Ideen oder sorgt dafür, dass die Handlung vorangetrieben wird. Aber uns wird die Serie vorenthalten. Ne? Während das ganze Team noch überlegt, wie sie Karnak befreien können, wie sie sich eben in diesen Gefängniskomplex einschleichen kann. Was macht unser süßes Moongirl? Die geht einfach mal hin zu den Wachen und sagt, hallo, habt ihr meinen Hund gesehen? Er ist groß und rot, ne? Und als dann eben das Team versucht einzubrechen, ne? Ja, tritt sie mal schnell die Wachen zur Seite, ne? Und dann taucht Devil auf. Das war so eine göttliche Szene hier. Diese Szene fand ich nur göttlich. Und es kommt zum Beispiel auch zum Kampf mit den Hydra-Rächern und jeder findet natürlich sofort seinen Gegner. Karnak gegen Taskmaster, für beide, ja, wohlwollend, ne? Vision gegen Inferno, ne? Miss Marvel gegen Wanda Maximoff, ne? Ja, und was bleibt dann für unser Moongirl? Deadpool! Einfach mal Deadpool! Und das ist so geil. Man denkt, ja, gut, dass sie einen Dino dabei hat, aber nein, sie macht die Sache mal ziemlich schnell erstmal alleine klar und das sogar ohne ihre Waffen. Sie hat ja eigentlich immer diese geilen Spielereien dabei, aber nein, die tritt ihm einfach mal einen Schritt, ne? Und sagt, hier, bleib ja fern von mir, ne? Ich fand das einfach nur göttlich und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum wir kein Moongirl kriegen. Egal, wo sie auftaucht, sie ist meiner Meinung nach immer automatisch der Star der Serie. Ob es nun bei Monster Unleashed war, wo sie ja dann im Endeffekt die Schlüsselrolle gespielt hat, oder bei Inhumans vs. X-Men, wo sie auch wieder die Schlüsselrolle gespielt hat, und hier ist sie eindeutig auch der Star. Also, man versucht zwar Daisy zum Star zu machen, aber Moongirl, ja, zieht immer wieder die Aufmerksamkeit um sich. Und es ist immer wieder so bedeutend, wo sie das Team in die richtige Richtung treibt. Gut, Miss Marvel ist dafür auch in vielen Punkten wichtig, aber dass man überhaupt leer findet, also die Waffe, die man gegen Hydra einsetzen will, ne, ist auch nur Moongirl zu verdanken. Ne? Also ich verstehe es nicht, Leute, bringt unbedingt Moongirl zu uns. Ne? Ja, ne? Und aber auch ansonsten hat Moongirl hier auch immer wieder ihre klassischen funny Szenen. Die klauen ein Auto und wollen mit dem Auto wegfahren und sie fragt, darf ich fahren? Und alle sagen nein und Karnak sagt, mach doch. Und ja, irgendwann fährt dann auch Moongirl das Auto. Es ist so genial. Ich fand, es war, obwohl es ja eigentlich in dieser ernsten Thematik arbeitet, hat es eben durch Moongirl noch so einen gewissen Charme und so einen gewissen Witz gehabt, die dieser Reihe einfach gut getan hat. Ne? Ich finde es einfach nur schade, dass wir wieder den Rest nicht bekommen, weil es gibt noch einen zweiten Secret Warriors Band. Ne? Bei uns hat man das eben jetzt hier als Secret Empire Sonderband gebracht, was natürlich dann wieder bedeutet, wir kriegen mit Sicherheit nicht den zweiten Band zu den Secret Warriors. Was schon wieder richtig assi einfach ist von Panini. Warum machen die denn sowas, ne? Gut, aber hierfür Riesenempfehlung von mir, Leute. Ich fand das wirklich einfach nur göttlich, ne? Gut, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.